1890, 18 Uhr, Olympiastadion in Berlin. 76.391 Besucher, DFB-Pokalfinale, 1. FC Kaiserslautern gegen SV Werder Bremen, liebe Fußballfreunde. Es stand nach 30 Minuten 3:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Torschütze war damals Bruno Labbadia und Stefan Kunz, der Traumsturm der Roten Teufel, Anfang der 90er. Dann wurde es noch einmal eng. Zwei Treffer in der zweiten Halbzeit für den SV Werder, aber die Roten Teufel schaukelten den Sieg über die Bühne und wurden zum ersten Mal DFB-Pokalsieger unter Trainer Karl-Heinz Feldkamp, den wir ganz besonders herzlich willkommen heißen. Und einige Spieler dieser Pokalsiegermannschaft haben sich heute hier im Fußballstadion zusammengefunden. Mit dabei Michael Sommer, Michael Serr, Gregor Schwitzig, Kai Friedmann, Frank Lille, Stefan Kunz, Markus Schupp, Roger Lutz, Gerry Ehrmann und Demir Hodžić. Ein Riesenapplaus an unsere Mannschaft von 1990. Im Jahr 2015, die letzte glorreiche DFB-Pokalerfolg der Roten Teufel am 19. Mai zum 25. Mal. Der FCK feiert gemeinsam mit dem FCK-Museum das Jubiläum mit verschiedenen Aktionen rund um diesen Pokalerfolg. Unter anderem wurde ein Replik der DFB-Pokal-Trophäe bei der Silbermanufaktur Koch und Bergfeld-Korpus in Bremen für die Museumsausstellung in Auftrag gegeben. Neben dem FCK-Museum hat der Förderverein Initiative Leidenschaft einen großen Anteil daran, dass der Pokal seinen Weg nach Hause findet. Der Förderverein unterstützt den 1. FC Kaiserslautern seit Beginn bei der Umsetzung des Museumsprojektes. Und die Fans des 1. FC Kaiserslautern haben ebenso maßgeblich dazu beigetragen, durch den Pin-Kauf mit diesem Pokal als Symbol. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen, Frau Wegener, die Kuratorin unseres Museums, und ich darf Sie herzlich willkommen heißen, Hans Walter vom Förderverein Initiative Leidenschaft. Und jetzt, lieber Mannschaftskapitän, übergib bitte diese wunderschöne Replik an die Kuratorin unseres Museums, an Frau Wegener, und ich glaube, allen hier unten noch einmal einen riesen Applaus. Ich muss jetzt einfach nochmal nachfragen, oder du siehst mir gerade am nächsten. Dieser Pokalerfolg vor 25 Jahren, was hat dieser Pokalerfolg für uns Spieler auch ausgemacht und ausgelöst? Für mich hat es was ganz Besonderes ausgelöst, war meine erste Saison und war kurz davor verletzt, bin da noch reingekommen, letzten 35 Minuten. Und ganz besonderes Erlebnis, glaube ich, für jeden Fußballer, gerade der DFB-Pokal. Stefan, 13 Uhr geführt. 13:0 geführt nach 30 Minuten. Wir wissen ja, im Fußball ist vieles möglich, aber war der euch damals sicher, ich hole den Pokal nach Kaiserslautern? Nee, eigentlich gar nicht. Wir haben es ja ein bisschen erzählt. Wir waren total wie ein aufgeschreuchter Hühner auf in der Kabine gesessen, weil wir nie damit gerechnet hätten, mit 13:0 zu führen. Kalli musste erst mal 5 Minuten gucken, dass wir uns alle beruhigt haben, bevor er die Ansprache gehalten hat. Und dann hatten wir auf einmal so ein ganz klein bisschen, bisschen Muffe hatten wir schon, weil jetzt hatten wir was zu verlieren. Und wir haben ja gesehen, es ist dann eng geworden. Und Manni Buxmüller hat Gott sei Dank die falschen Schuhe angehabt an dem Tag und drüber geschossen. Und so konnten wir den ersten großen Titel für den FCK in unserer Ära erlangen. Und das war natürlich die Zeit danach, die ist eigentlich noch viel interessanter, wie wir gefeiert haben. Da kann der Trainer vielleicht was dazu sagen. Ja, dann muss ich natürlich zu Kalli Feldkamp, dem großen Trainer des 1. FC Kaiserslautern, Pokalsieger 90, deutscher Meister 91, lieber Kalli. Erst einmal der Riesenapplaus für den Fans, für Sie. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich habe es immer noch gesagt, 13:0 zur Pause. Was haben Sie im Spiel in der Halbzeitpause gesagt? Das weiß ich nicht mehr. Also, ich weiß nur, dass vor 5 Minuten vor Schluss, als der Boxmüller frei stand, ich glaube, ein 3:3 nicht verkraftet hätten und vielleicht nicht Pokalsieger geworden wären. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wir sind Pokalsieger geworden, weil wir nicht abgestiegen sind. Die größte Leistung war drin zu bleiben und dann Pokalsieger zu werden. Ja, Sie haben damals mal noch 12. geworden in der Saison. Denn sogar da wurde 7. Bayern München Meister, falls als kleine Erinnerung, die Bremer waren Favorit, aber der Pokal ging nach Kaiserslautern. Und es war auch so ein bisschen der Auslöser, was dann die nächsten Jahre passierte. Nein, das glaube ich nicht. Also wie gesagt, diese 90, wir sind ein Jahr später deutscher Meister. Dann hätte ich meinen Vertrag erhöht und viel mehr Geld verdient. Aber wir haben selbst nicht daran geglaubt.
Es war eine wunderschöne Zeit, auch 92. Gut, die Trennung kam dann, aber das ist in dem Job so, manchmal muss man gehen, bevor man gegangen wird. Ich komme immer gerne zurück und es macht Spaß, hier bei dir teilzunehmen. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute bei uns zu Gast sind. Persönlich alles, alles Gute, vor allem die Gesundheit, dann kommen Sie jederzeit wieder. Vielen Dank, Kali Feldgraben. Ja, liebe Fußballfreunde, und Sie können diesen wunderbaren DFB-Pokal der Fanhalle Nord sich genau anschauen und sich mit diesem Pott fotografieren lassen, natürlich kostenlos heute für Sie. Und dann kommt anschließend der DFB-Pokal ins FCK-Museum. Und ein weiteres Highlight, um ca. 15.30 Uhr werden die Pokalsieger von 1990 an den Fotopunkt in der Karlsberg-Fanhalle Nord dazustoßen und natürlich Ihre Autogrammwünsche und Fotowünsche erfüllen. Besuchen Sie auch das Museum, in dessen Räumlichkeiten heute viele weitere Exponate rund um den Pokalerfolg von 1990 ausgestellt sind. Des Weiteren haben alle FCK-Fans am heutigen Tag nochmals die Möglichkeit, einen der exklusiven Jubiläumspins an 10 verschiedenen Stellen im Stadionumlauf zu erwerben.